Sind wir auf Sendung? Jo. Ah! Hallo! Hier ist Silencer und willkommen zum Newsflash, Gaming Newsflash, News Flash! Und zwar, ihr kriegt von mir 90 Sekunden lang ganz schnell Gaming News um die Ohren gefeuert. Ich habe schon mal was vorbereitet. Ich hoffe, das reicht. Okay, ich habe hier wieder meine lustige IO. Ihr seht auch meinen lustigen Gaming News Hut. Und hinten ein kleines Call of Duty Gameplay von mir, wie ich rumnube. Und ja, es geht direkt los. Und zwar 90 Sekunden Gaming News und jetzt, yeah! Battlefield 3, Motorräder und Capture the Flag bestätigt im neuen DLC. Ja, die Frage ist, warum haben sie es nicht gleich gebracht? Keine Ahnung, ne? Haben ja so viel. Max Payne 3, Release-Termin und Preis für Multiplayer-DLC. Deathmatch Made in Heaven am 22. Januar 2013 erscheint der finale Multiplayer-DLC. Ja, keine Ahnung, was man da machen kann. SimCity, Termin für die Closed-Beta-Anmeldung ab sofort möglich. Jo, SimCity. Jo, ungefähr gar nicht interessant. Dead Island, Riptide, Depp Silver, entschuldige sich für Zombie-Bait-Edition. Keine Ahnung, weil da war irgendwas mit so einem nackten Bikini und keine Ahnung. 55 Sekunden. Diablo 3, Jay Wilson tritt als Game Director zurück. Wilson räumt ein, dass Blizzard nicht die bestmögliche Arbeit abgeliefert hat. Sehe ich genauso. Borderlands 2 Level Cap im Shooter wird demnächst erhöht. Wow. Vielleicht auch für die Leute, die jetzt schon durch sind, so wie eine von meinem Support-Team, ne? Ganz geil. Aliens Colonial. Oder 38 Sekunden. Alice Colonial Marines Goldstatus erreicht. Entwickler des Shooters abgeschlossen. Kommt also bald. Juhuhuhu. Und The Elder Scrolls Online Beta-Anmeldung in den kommenden Monaten. Kommenden Monaten? Kein richtiger Termin. Was soll das? Oh nein, 23 Sekunden. Aber ich habe nur noch ein Zettel. Geil. Steam Guide. Spieler können Guides und Tipps bei Steam veröffentlichen. Ab sofort gibt es bei Steam eine neue Funktion bzw. Sektion mit dem Namen Steam Guides. Dort können die Benutzer selbst erstellte Lösungen und Tipps zu Spielen veröffentlichen. Geil. Und ich habe es diesmal geschafft. Ich habe noch 3 Sekunden und es ist vorbei. Okay. Ja, das waren meine Newsflash. Gucken, was haben wir denn hier so? Was haben wir denn hier unten? Was haben wir hier? Was nehmen wir denn so als kleines Meinungsäußerungsding? Nee, das ist alles scheiße. Warte mal, was haben wir denn hier unten? Da unten. Ah, hier, das ist doch gut. Ah. Sitzen. Diablo 3 Jay Wilson tritt als Game Director zurück. Wilson räumt ein, dass Blizzard nicht die bestmögliche Arbeit abgeliefert hat. Das sehe ich genauso. Ich habe Blizzard gespielt. Ich habe Diablo 3 gespielt und ich bin da, glaube ich, Stufe 56. Also ich habe nicht auf maximal gespielt. Ich fand das Game erst extrem geil und dann wurde es extrem öde. Also so. Und ja, soll ja bald PvP davon kommen, aber ich weiß nicht, ob mich das so reizt. Für mich war es einfach nur nachher irgendwie beim zweiten Mal durchspielen, war es einfach langweilig, die ganzen Levels. Man hat alle schon gesehen, die Quests kann man auch in eine Tonne kloppen. Die Zwischensequenzen, die waren geil, oder? Aber ansonsten, ja, mit den Ausrüstungen, man hat einfach nichts gefunden. Man ist rumgerannt, man hat einfach nur Plunder gefunden, einfach nur Scheiße. Und das kann es so nicht sein. Also man muss schon ein bisschen auch was den Leuten halt bieten können, ohne dass ich in der Woche 100 Stunden spiele. So, ne? Deswegen, wenn ihr Meinung zu Diablo 3 habt, einfach unter das Video posten. Und ja, das war mein Newsflash-Video. Das kriegt ihr immer mittwochs und sonntags. Samstag. Warum sage ich ja immer Sonntag? Mittwoch und Samstag. Deswegen sehen wir uns nächste Woche Mittwoch wieder, wenn es wieder heißt Silencer liest Gaming News vor in 90 Sekunden. Games, Flash. Macht's gut. Ciao.